Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal, wie ihr die Subparts herunterladen könnt, denn die Gelegenheit nutze ich gerade, denn ich muss sie gerade neu installieren auf meinem Laptop. Lösche mal die veralteten Subparts raus und auch im Büroordner lösche ich hier den Ordner Subparts. Und ja, dann gehe ich erstmal auf die Homepage. Wenn wir auf der Homepage gelandet sind, können wir da unsere ganzen Einbauteile und Herstellerwünsche natürlich anbringen. Sehr wichtig. Und wenn ihr das tut, dann kann ich auch ein bisschen was bewegen, vielleicht in Richtung Hersteller oder Einbauteil. Gut, aber darum soll es nicht gehen. Wir gehen auf Subparts. Sucht euch einfach irgendeinen Subpart aus, zum Beispiel hier Rohre. Ja, könnt ihr den Text durchlesen, was die Rohre so beinhalten, was man damit alles machen kann und auch, was jetzt hier erneuert wurde. Gut, wir gehen auf die Download-Seite. Damit wir auf die Download-Seite gelangen, gebt hier euren echten Namen ein natürlich. Hier mal eure E-Mail-Adresse. Alpland Lizenzen. Warum solltet ihr das tun? Das hat mehrere Gründe. Grund 1 ist, damit ich euch eine E-Mail zusenden kann, wenn neue Subparts herauskommen oder wenn es ein Update und Upgrade gibt oder wenn ich etwas pflegen musste, da sich ein Einbauteil geändert hat oder dass sich Parameter geändert haben. Aus diesem Grunde möchte ich euch natürlich einen Newsletter zusenden, falls etwas Neues geschieht im Land der Einbauteile. Und da geschieht ziemlich viel. Wir kommen sehr schnell voran. Wie man jetzt auch hier sieht, hat sich hier einiges getan in letzter Zeit. Genau, das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist natürlich, umso mehr Alpland-Lizenzen und Firmen ich in diesem Jahr schaffe oder bereichere, umso günstiger kann dieses Produkt nächstes Jahr sein, weil ich dadurch mehr Hersteller mit ins Boot holen kann. Mit eurer Hilfe der Umfrage natürlich und mit, ja, umso mehr Lizenzen natürlich draußen verteilt sind, umso günstiger kann ich es natürlich machen, denn dann werden die Hersteller einen Teil der Ausgaben oder der Bewirtschaftung der Subparts übernehmen. Genau, aus diesem Grund bitte ernsthaft hier ausfüllen. Das trägt dazu bei, dass das Produkt am Ende günstiger wird. So muss man es sehen. Wir klicken einmal auf Senden und wir haben es jetzt so gemacht, dass man gleich auf eine Landingpage kommt und dort könnt ihr dann einfach einzeln die Subparts herunterladen. Ich klicke jedes einzeln an. Warum muss ich jedes einzeln anklicken? Warum habe ich nicht ein komplettes System? Ganz einfach, wenn ich jetzt die Durchstandsbewertung ein Update mache, dann müsst ihr nicht wieder alles neu herunterladen. Und vor allem, wenn ihr schon mal euren Standard eingestellt habt in Alpland, dann zum Beispiel bei der Ankerplatte, Querkraftwaren und so weiter und so fort, dann müsstet ihr das jedes Mal beim neuen Download nochmal neu in eurem System einstellen, wenn ihr natürlich ein Update durchführt. Das will ich euch ersparen und deswegen macht man es dann nur bei dem Subpart, das man sich heruntergeladen hat. Genau. Gut, ich gehe mal auf meinen Download-Ordner. Hier ist er schon. Und hier ist Alpland geöffnet. Ich werde jetzt einfach die Subparts per Drag and Drop hier reinziehen. Wenn sie schon mal installiert wurden, müsst ihr einmal OK klicken, ansonsten nicht. Also ich habe jetzt als erstes die Montageteile installiert. Das kann ich jetzt nachvollziehen, indem dass ich die Bibliothek einmal erneuere, aktualisiere. Dann haben wir jetzt den Ordner Subparts erhalten und haben hier drei neue Subparts. Ja, das sind herstellerneutrale Produkte, Sechskantschrauben, dann Distanzmuffen oder Sechskantmuttern und Scheiben dazu. Auch bei den Reports hat sich jetzt was getan. Wir gehen auf Büro, Subparts. Haben hier die Montageteilliste und die Mengenliste. Gut, das führen wir jetzt einfach weiter fort mit den restlichen. Wo sind sie denn? Download-Bereich war da hier? Nein, Moment, dann schauen wir hier. Ja, wir führen das fort mit Rohr. Einmal OK, einmal Abdichtung und OK. Den Gussrahmenpfahl, den wollen wir natürlich auch haben. Querkraftrohr, Rückbiegeanschluss,
Dann Durchstandsbewährung. Die Ankerplatte. So, schauen in die Bibliothek, erneuern einmal den Ordner Subparts und sehen jetzt, im ganzen Büro sind alle Subparts installiert. Von der Abdichtung zur Ankerplatte, zu den Klicks, zur Durchstandsbewährung, Kurzraumfall und so weiter und so fort. Die Icons werden demnächst noch ein bisschen angepasst. Aber ihr seht, so schnell kann die Installation funktionieren. Und ja, auslösen könnt ihr die Subparts natürlich, indem dass ihr sie einfach per Drag and Drop hier reinzieht oder per Doppelklick. Und seht hier auch, wie cool das hier jetzt aussieht. Und ja, hier haben wir jetzt auch den RBA Finder zum Beispiel als neues Update. Also hier tut sich ständig etwas. Und das ist zum Beispiel auch aus der Online-Umfrage entstanden. Denn genau sowas wurde gefordert. Hey, ich will nicht immer die Wandstärke selber berechnen, Betondeckung, Grundbewährung, können das nicht die Subparts übernehmen. Okay, gesagt, getan, das können wir jetzt. Genau aus diesem Grund sind mir auch die Umfragen sehr wichtig, denn alles sollte natürlich nach den Wünschen der Benutzer gestaltet werden. Oder auch hier, Querkraftoren. Wir haben den Ausschreibungstext. WN95, schauen wir mal, was wir hier hatten. WN95, ein Zufall. Nein, ist es nicht. Wir machen 210 draus, gehen nochmal auf Ausschreibungstext, 210, wunderbar. Jetzt machen wir noch den Online-Katalog auf und zack, WN210. Ja, also ihr seht, die Subparts werden ständig erweitert, die sind mit Ideen geladen und ja, gerne ausprobieren, kostenfrei bis zum 31.12. diesen Jahres. Danach könnt ihr sie zwar noch auswerten, aber ihr könnt sie halt nicht mehr verändern. Aber keine Angst, diese Einbauteile sind kombinierbar mit den Standard-Einbauteilen, die ihr hier bei zusätzlichen Module Einbauteile selber definieren könnt. Das heißt, ihr könnt das kombinieren mit euren alten Einbauteilen oder mit eurem Einbauteilsystem. Ich will es gar nicht alt nennen. Gut, das war's und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Subgrid-Team, Peter Pöppel is out now.